Hey Leute, ich bin's wieder, euer Entertainment Powerfuchs. Reden wir doch mal über den Mann, den so viele hassen. Er wird oft sogar als der schlechteste Regisseur aller Zeiten angesehen. Uwe Boll. Was wir über ihn wissen, er ist einer der wenigen Repräsentanten von Deutschland, die auch in Ausland Karriere gemacht haben. Er ist glatzköpfig und Leute hassen seine Filme. Zuallererst möchte ich sagen, in meinen Augen ist er nicht der schlechteste Regisseur. Ja, ich weiß, jetzt werden viele wütend sein. Ich weiß, wegen Blood Rain und Blabberella und diesen Auschwitz-Film, den er damals gedreht hat und ganz besonders Alone in the Dark. Ja, ich weiß, für diese Filme wird er oft gehasst, aber ich will euch was sagen. Ich kenne einen Mann namens Derek Savage, der ist noch viel schlechter. Und ich kenne die Leute von Dingo Pictures. Und ich kann euch garantieren, die sind viel schlimmer. Ja, und Uwe Boll selbst, muss ich jetzt sagen, die Person selbst ist, ja, eigentlich ganz korrekt. Er ist viel offener als die meisten Produzenten. Ich meine, dieser Adam Sandler, der lässt sich kaum in der Öffentlichkeit irgendwie blicken. Und ja. Auch diese Idee damals, dass er gegen seine Kritiker, die seine Filme nicht mögen, so ein Boxturnier machen, dass er gegen die antritt, war auch geil. Und dass er einen YouTube-Kanal hat, in dem er aktuelle Themen bespricht, das finde ich ja auch ganz cool. Also, er ist ein schlechter Filmemacher, aber wisst ihr, was er auch ist? Er ist eine geile Kunstfigur. Shaquille O'Neal und Hulk Hogan waren auch keine guten Schauspieler, aber wissen Sie, was sie gut waren? Gute Kunstfiguren. Und das ist Uwe Boll auch. Er ist eine Kunstfigur und wegen Sachen wie zum Beispiel, dass er gegen seine Filmkritiker boxt oder wegen seinem YouTube-Kanal, hat er einfach diesen Wiedererkennungswert, genau wie Shaquille O'Neal und Hulk Hogan. Und ja, die Leute werden ihn wiedererkennen und werden sagen, oh, den kenne ich doch. Ja, und er gibt auch dauernd Interviews und das finde ich einfach nur geil. Also, Fazit, ich mag die Person an sich und seine Filme mag ich nicht und ja, das ist mein letztes Wort. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.